So, aber das gefällt mir echt gut, hier so durch die Stadt, durch die City zu fahren. Das ist echt so cool. Oh, Problem. Darf ich? Danke. So, wir fahren hier bis zu diesem Strich. Dann halten wir jetzt hier an, weißt du? So. Und da steigen sie ein. Einer nach dem anderen. Eine Frage habe ich bitte. Was war das? Ja, genau, so war das. Machen wir es doch einfach mal so wieder hier. Hasse. Eine Fahrkarte, mein Freund. Wie teuer war die jetzt? Fehlt da nicht noch Rückgeld? 2,60 Euro. So. Machen wir so. Ein Ticket für uns. Denn wir fahren ja auch in diesem Bus in Klammern mit. So dass wir ja auch eine Fahrkarte brauchen. Die haben wir uns jetzt gekauft. Achso, ich könnte hier mal wieder weiterschalten. Nächste Haltestelle, Kaiserwald. Nächste Haltestelle, Herderstraße. Herderstraße, das hört sich doch gut an. Beziehungsweise, ob es sich gut anhört, weiß ich nicht, aber es hört sich richtig an. Dann sagen wir so. Einmal bitte links. Ich finde, das ist heute alles ziemlich linkslastig, oder? Wir biegen irgendwie ständig links ab. Aber na gut, mir soll's recht sein als Linkshänder. Mir soll's rechts sein als Linkshänder. Mann, 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 was ist das denn heute für eine Folge? Hatte ich nicht mal irgendwann gesagt, ich wollte mir vernünftige Themen raussuchen für die Omsi-Folgen? Ist irgendwie nichts raus geworden. So, hier möchte jemand aussteigen. Machen wir es mal ganz professionell. So, jetzt hier Warnlicht an. Habe ich in der Fahrschule gelernt. Weißt du, wenn du so einen Schulbus fährst, wenn Kinder an Bord sind, dann musst du immer Warnblinklicht anmachen. Denn dann dürfen die Autos nur... War das mit Schrittgeschwindigkeit? Ich meine, die dürfen dann nur mit Schrittgeschwindigkeit an dir vorbeifahren. Und ansonsten, wenn man kein Warnblinklicht an... Wenn die Busse kein Warnblinklicht anhaben, muss man, glaube ich, nur mit erhöhter Vorsicht an denen vorbeifahren. Also, weil sie Warnblinklicht anhaben, ist Schrittgeschwindigkeit ganz wichtig, denn dann sind Kinder an Bord. Oder ist das ein Schulbus, wie auch immer. Interessiert sowieso keinen. Okay, hier wohl nicht, dann halt nicht. Nächste Haltestelle, Clemensweg. Oh, wenn ich das höre, ey. Nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhof. Müssen wir einmal hier den hier machen. So. Damit sich das alles wieder so ein bisschen zumindest beruhigt. So, jetzt geht's glaube ich wieder. ...30 sind hier erlaubt, Philipp. Wir dürfen ganz exklusiv die Busspur benutzen, wie es aussieht. Machen wir natürlich. Hier ist sogar 50. Da vorne war 30. Aber okay, mir soll es recht sein. Hallo. Boah, ziemlich langer Fahrplan. Aber warum nicht? Und wir sind ja eher noch am Anfang. Achso, du möchtest ein Ticket haben, habe ich gehört. Ich warte noch auf den Fahrschein. Ja, warte. Ist der hier? Ich warte noch auf den Fahrschein. Der hier? Dann war es die Kurzstrecke. Ich warte noch auf den Fahrschein. So. Einmal normal bitte. Einmal normal bitte, kommt sofort, mein Freund. Ich
hätte gerne einmal Schüler. Einmal Schüler, natürlich doch. Immer diese nervigen Schüler, die hier immer ihr Schülerticket haben wollen, ey. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Ja, kommt sofort. So. Noch mehr? Boah, wie viel wollen hier denn einsteigen? Tag. Hallo. Mann, Mann, Mann. So, heute echt viel los hier in Waldhofen. Dabei ist doch ein Sonntag da. Gehen die Leute doch alle schön zur Kirche. Und ihr wisst schon, guckt euch einfach, ich weiß nicht, ob das schon erschienen ist, wenn dieses Video raus ist, aber ich denke schon, guckt euch den neuesten Vlog auf meinem Snook, also nur Snook auf meinem Vlog-Kanal an. Ja, das klärt vielleicht einiges. Aber nein, wir wollen hier ja keine Werbung machen. Wir doch nicht. Aber die Map, ich kann es nur immer wiederholen, die gefällt mir richtig gut hier. Oh, was denn der Scheiße? Oh, aber ein bisschen eng, deswegen. Hätte ich vielleicht ein bisschen langsamer fahren können, aber warum sollte ich? So, und damit sie jetzt nicht meckern können, fahre ich hier auch schön langsam. Ach. Der Kollege. Hä? Ist die neu, die Hupe? Die habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung beim Solaris. Da waren wir jetzt aber ziemlich schnell unterwegs, finde ich, wie auch immer. Ein bisschen können wir noch. Ein Dortmunder ist vor uns. Ja, passt ja. Wir sind ja hier irgendwo zwischen Bochum, Dortmund, Wuppertal und Hagen, oder was war das? Ich meine schon. Und haben wir, glaube ich, den Bürgersteig mitgenommen. Ist egal. Nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhofsplatz. So, der Bahnhofsplatz. Wo befindet sich der denn? Wenn ich fragen darf. Ach so, das ist wahrscheinlich der Bahnhofsplatz. Gut zu wissen. So. Was ist... Achso, da stand irgendwas drin in der Readme von wegen so einer Steigung von... Waren das sogar 100 Höhenmeter? Vielleicht ist sie das ja hier, die Steigung. Das kann gut sein. Bei so krass ist das bis jetzt dann doch nicht gewesen für 100 Meter, falls ich es richtig in Erinnerung habe. So. Aufpassen. Schön langsam, vorsichtig mit 30 hier durch. Schleichen. So. Jetzt voll drauf treten hier. Nein. Nächste Haltestelle, Obere Kirchfeldstraße. Obere Kirchfeldstraße. Ja, mit dem Obere, das passt schon. Gibt es auch eine untere, würde mich mal interessieren. Hallo. Weil muss ja dann, wenn es eine obere gibt, muss es auch eine untere geben. Oder? Wie seht ihr das?
wie frech die Leute hier parken, ey. Guck dir das mal an. Hier muss ich eigentlich jetzt so... Denn wir müssen uns jetzt hier durchquetschen. Aber na gut, kann man nichts machen. Wir haben halt das große losgezogen, Busfahrer zu sein und müssen uns dann halt mit solchen Situationen abfinden. Nächste Haltestelle, Hagener Straße. Ach, Hagen. Jetzt hatten wir schon Dortmund, Hagen. Wuppertal hatten wir auch schon, aber von Bochum stand hier bis jetzt noch nichts. Auf diesem Schild, nee, da steht nur Bremen und Köln. Elbringhausen, Hagen. Nee, Bochum noch nicht. Es wird in diesem Bus aber auch nicht wärmer als 15 Grad, kann das sein? Weiß, am Anfang hatten wir 12 Grad. Dann hatten wir, ja, 15 Grad, aber das ist jetzt auch schon wieder eine Viertelstunde her, will ich mal behaupten. Auf der Hart. Nächste Haltestelle, auf der Hart. Auf der Hart, passt. Hallo. Hallo. So, und weiter geht die Reise. Mann, wo war das noch? Das war letztens, ist irgendwas... Da ist der Bus zu früh abgefahren. Irgendwas war da. Mann, ich... Irgendwas war da. Da hatte sich auch jemand beschwert. Ja, Mann, ich weiß leider nicht mehr genau den Umstand der Situation. Jedenfalls war das halt auch so. Irgendwie der Bus, der ist dann... Genau, das war an der Schule der Bus, der in dem ich dann halt saß. Busse kommen dann meistens immer so, na gut, unser Bus oder in dem Bus, in dem ich war, der kommt nie eher. Der kommt, wenn dann, immer zu spät. Gerne auch mal 10 Minuten, da freut man sich dann. Und ja, na gut, kannst halt nichts machen. Jedenfalls war dieser Bus dann, ich weiß nicht warum, jedenfalls stand er dann da schon und sind dann halt in den Bus eingestiegen, alles schön und gut. Der Bus war auch schon ziemlich voll und dann ist der Busfahrer losgefahren. Ist vielleicht, na gut, er ist 3 Minuten zu früh losgefahren. Ja, das stimmt so. Und dann kamen da halt noch Schülerinnen und Schüler, die auch in diesen Bus einsteigen wollten. Und der Bus ist halt vor deren Nase losgefahren. Da denke ich mir dann auch so, Mann, Busfahrer... Na gut, wir würden es nie machen, jetzt hier in Omsi, wenn wir da sehen würden, er dreht um, möchte doch in den Bus rein, würden wir nie nochmal anhalten und den reinlassen, aber so in der Realität würde ich dann doch, hätte ich zumindest schon mal ein schlechtes Gefühl, wenn ich da sehen würde, oh, ich habe da Schüler in Anführungszeichen vergessen. Da hat der Bus zu kämpfen. Das ist jetzt wahrscheinlich immer noch dieser 100 Meter Höhenunterschied. Denn hier geht es ja immer noch bergauf. Und gerade als wir von der Haltestelle angefahren sind, das war auch so richtig... Ja, schwer ging es halt. Passt das? Nächste Haltestelle am Eikenberg. So, jetzt passt das. Hier sind 70 erlaubt, Philipp. Und du fährst hier mit 40 her. Wobei bei der Kurve und den Fahrgästen... bleiben wir auch mal lieber bei 40. Die Smarts da vor uns fahren ja auch nicht viel lang. Viel schneller, manchen natürlich. So. Aber der Bus, der schafft das nicht. Aber das stand auch da in der README. Da stand irgendwie von wegen, vor allem im Winter, wenn es dann halt, wenn Schnee liegt, wenn es glatt ist, kann das doch schon zur Herausforderung werden, da mit so einem Bus hochzukommen. Die hätten wir mal ausprobieren sollen. Einfach mal bei Schnee wieder fahren. Wobei im Moment liegt ja kein Schnee, aber letzten Wochen war es ja doch schon ziemlich, ziemlich kalt. Ich glaube, es war so mit, wie war das? Die Temperatur im Januar.
lag 2 Grad unter dem Durchschnitt, irgendwie so war das. Und letztes Jahr lag die Temperatur im Januar halt 2 Grad über dem Durchschnitt und von daher gleicht sich das irgendwie wieder aus. Aber diesen Winter, beziehungsweise Winter ist ja noch im Februar, aber im Januar war es halt auch echt ziemlich kalt und das halt über Tage, tagelang war es ja kalt und es hat irgendwann mal geschneit und anderthalb Wochen später lag da immer noch an schattigen Plätzen, wo die Sonne nicht hinkommt, lag der Schnee da immer noch. Obwohl es nur einmal eine Nacht für, weiß nicht, der Schnee war 2 Zentimeter hoch. Also, wenn überhaupt 2 Zentimeter. Das finde ich dann doch schon. Wir stehen auf der falschen Spur. Wir stehen auf der richtigen. Denn wir wollen ja nicht abbiegen. Wir müssen dann gleich aber auf die rechte Spur wechseln. Aber das finde ich dann echt schon. Also, du siehst dann da, oh, liegt immer noch Schnee. Der war ja vor 1,5 Wochen geschneit. Mal gucken, was jetzt so der Februar noch bringt an Kälte und eventuell Schnee. Also in den niedrigeren Lagen ist es ja, ist Schnee ja dann doch eher so, eher Regen. Aber so, weiß ich nicht, im Sauerland oder in den Bergen generell wird es bestimmt nochmal irgendwann schneien.